Von Neues zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir uns im Untergrund umgeguckt, haben Koga wieder getroffen, der uns mit seinem Auto platt machen wollte. Und wir haben die letzte Fähigkeit bekommen, hier Bautomatik, mit dem wir einfach Sachen, die wir gebaut haben, oder Baupläne, die wir finden, einfach so mit Teilen, die halt rumliegen, selber bauen können. Und wir haben sehr viel von diesen komischen Splitterdingern, keine Ahnung, für Energie bekommen. Das heißt, wir können uns da zumindest eine weitere Batterie holen. Ja, und wir haben auch Autos gebaut, mit denen wir wirklich selber fahren können und viele andere coole Sachen. Und ich laufe genau die falsche Richtung. Na, egal. Jetzt hat eine große Runde. Du dazu zu sagen? Wir haben sogar Sachen bauen können, die man steuern kann. Habe ich da auch gesagt. Ein Flugzeug, was man steuern kann. Das habe ich nicht gesagt. Genau falsch, na egal. Aber das ist halt super, vor allem wenn man jetzt Batterien tauscht. Ich meine, ist die Frage, ob es beim nächsten Mal auch teurer wird. Wenn nicht, kriegen wir zwei. Aber wir werden uns, wie gesagt, auf dem Weg natürlich umgucken, aber jetzt geht es erstmal in die Löcher und vielleicht finden wir am Brunnen. Wir gehen in den Schrein, der auf dem Weg dorthin liegt. Es ergibt Sinn, dass das hier ist, weil das runtergefallen ist. Wir werden vielleicht auch eh einfach noch 30 Mal abgelenkt und sind auch... Man weiß es nicht. Ja. Hallo, hallo. Ja, das nehmen wir. Soll ich 100 Donau-Energiekristalle verwenden, um eine Zusatzbatterie herzustellen? Ja, bitte. Einen Moment, bitte. Ja, die Tafel, die da ist, ist eine ähnliche Tafel, wie wir oben gesehen haben, wo was wir nicht lesen konnten. Ja. Eine Energiekristalle konnten erfolgreich in eine Zusatzbatterie umgewandelt werden. Zusatzbatterie, ein kleines, aus Donau-Energiekristallen gefertigtes Objekt, erhöht die Energie, die in der Batterie gespeichert werden kann. Nein. Was ist denn? Das ist wirklich nur ein Teil einer Batterie. Das ist ein Drittel davon, ja. Och nö. Ja, weh, das wird jetzt teurer, dann werde ich böse. Ja, wir können ja mal nachfragen. Ja. Was? Hatten wir nicht 200? Nein, wir hatten 165. Naja. Oh, na gut, dann ist klar, dass wir keine 2 können. Das hätte günstiger werden müssen. Naja, gut, machen wir es auf dem Weg. Ist die Frage, warum gibt es jetzt hier kein Pferd? Ich hätte jetzt gerne. Pferd rufen geht nicht. Brownie again. Unser Bau-Ding können wir auch nicht bauen. Hier denn irgendwo ein Stall? Vielleicht, also wahrscheinlich. Die Frage ist, wo? Wir schauen mal kurz. Wir können ja mal kurz hochfliegen, gucken, ob wir vielleicht sogar einen Stall sehen. Also einen Stall habe ich gesehen, die haben wir auch markiert, aber der war, ich weiß nicht, ob der in unserem Bereich war. Let's take a look, wir müssen ja auch Stellpunkte sammeln. Ja, dann können das wir ja auch übernachten. Ja, können wir auch mal machen, wir müssen einfach ein Pferd abgeben, neues Pferd dingsen, markieren, registrieren. Ja, es wird langsam wieder Abend. So, Parasegel und los. Ja, Moment. Wir warten bis unterhalb der Wolken. Da ist es heller. Über den Wolken. Die Freiheit wohl grenzenlos sein. Hallo? Eben war es viel. Jetzt sind wir locker. Da hinten. Oh, ne, ist auch ein Turm. Da ist ein Stall. Wollte ich schon? Wahrscheinlich. Ja. Aber wir können auch dahin gehen. Das ist eine ähnliche Richtung, wo wir hinwollen, oder? Nee. Das ist der Schrein. Ah, nee, doch nicht. Nicht wirklich. Na, komm, ist okay, mach mal's. Dann gehen wir dahin und dann gehen wir zu dem X auch und zu dem anderen Stall. Mein Gott, wenn das jetzt ein paar dazwischen ist und wir nicht direkt runtergehen. Ja, passt so. Muss auch nicht immer nur Höhle, 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 Höhle sehen. Bisschen Abwechslung. Jetzt halt auch cool, dass die Türme leuchten. Das ist besser, vor allem der eine Versteckte damals. Ja. Wie findest du es, dass unsere Waffe sich die ganze Zeit bewegt? Dass sich was? Dass sich unsere Waffe die ganze Zeit bewegt. Ja, land erstmal hier bei dem anderen Schrein zwischen, dann können wir auch direkt bei dem X mal gucken. Das hat sicherlich was mit dem Stern da zu tun. Ich
Für mich sieht es ja aus, als müsste hier ein Kroggy sein. Oh. Na gut, Bombe. Das ist super, das macht Spaß. Aber wir haben keine Pfeile mehr fest. Ah, die anderthalb kriegen wir auch noch so platt. Verwirr ihn. Ja, verwirr den Dicken. Er muss halt nur stillhalten. Na gut, das war's dann aber auch schon. Ja, brenn ihn nieder, oder? Ja, okay, das geht auch. Überraschungsangriff. Das heißt, oh gut. Easy. Sehr gut. So, Nebel, kannst du wieder weggehen? Echt dann auch. Röstapfel. Gott, du sammelst doch nicht einfach ein... Oh, das ist ein neues Foto. Hartholz erst. Musst du einsammeln. Damit wir wissen, was das ist. Ach, jetzt gibt es einen normalen Ast und es gibt einen Hartholz-Ast. Hartholz heißt. Aus festem Holz von einem gleichmäßigen Ast und daher sehr widerstandsfähig. Auch gut zum Stechen, ähnlich wie mit einer Lanze geeignet. Das heißt, wenn du den Ast da an dein Ding dran machst, dann hast du eine Einhänderwaffe, aber kannst... Die ist deutlich länger. Wenn ich das so richtig verstehe, ne? Sollte. Dann mach doch mal da dran. Ich bin mal gespannt. Du hast die falsche in der Hand gerade. Was sagen? Meinst du an den kleinen Stock jetzt? Ja, an den Stock. Wie, nee. Ja, wir müssen Bilder löschen. Ich hab da noch irgendwo ein kleines Schwert rum, das würde ich lieber nehmen. Du bist ein Stein. Noch ein bisschen Hauer. Da, nee. Irgendwie ja doch nicht. Hey, liegt das da nicht in der Mitte? Da, das da glänzt, oder? Das glaube ich, ja. Ja, oh, das, Schwert, da ist es. Ja. Aber so, wo wollen wir jetzt langes, hin? Langes, kleines Schwert. Was hatten wir anvisiert? Grün. Oder rot? Ich weiß es gar nicht mehr. Rot als erstes, dann grün. Deswegen wollen wir den Schrein da hinten machen. Ja, der Schrein ist aber nicht der Schrein, den wir meinen. Das ist halt das der dazwischen. Das eine bei noch dem davor. X-Stair. Genau. Ja, ich weiß, ja. Guck mal, da hast du Pferde. Ich kann theoretisch sogar ein Pferd mitnehmen, ja. Aber die werden nicht auf uns warten, oder? Wie ist das, wenn du jetzt da reingehst gleich? Ist das dann draußen noch? Alter, die wollen ja jetzt schon, ohne dass wir was machen. Hä? Habt ihr irgendwelche Probleme? Wollen das ich spüre nicht. Es, auf diesem Stein ist etwas. Nämlich heiße Luft. Ich glaube, die wollen nicht. So, willst du jetzt erst zum X oder willst du erst zum Schrein? Oh, da wird jemand... Ich kann doch dem Typen helfen. ...verprügelt. Ach, der Schildtyp ist schon lange nicht mehr da gewesen. Frag das doch nicht. Der schießt doch nicht ihn ab. Das wird nichts, der hat ein Schild. Aua. Sorry. Junge Dame. Wir Sachen. Oh nein, ja warte. Abwehr, Kürbis, Dingtopf. Hier in der Gegend soll irgendwas sein, hat sie gesagt. Heilung, Heilung. Erhöht deine Abwehr. Kürbis, schon lange gekocht, ergibt diesen Eintopf, schön lange, der in Kakariko oft abends auf den Tisch kommt. Komm da, Schatz. Komm da, Schatz, aha. Nicht weit von hier, ja, das wissen wir ja. Da sind wir ja auch. Das ist da drin. Auf dem Weg hin. Aber halt dich bitte trotzdem. Sicherheit hat Vorfahrt.
Vorfahrt. So, da unten muss reingehen. Da, wo das X ist, der Eingang. Wollen wir mal nachgucken, was es hier für ein Schatz war, oder? Lassen wir uns überraschen. Oh nein. Wir lassen uns überraschen. Hier noch irgendwo ein großer Stein rum? Ja, da. Kein groß. Hä? Das macht doch keinen Unterschied, oder? Weiß es nicht. Stein ist Stein, macht den dran los. Das ist ein Felsbrocken, hallo? War auf jeden Fall gut. Höhle am Flötengrashügel. Ich glaube, du solltest wirklich nur mit normalen Waffen kämpfen. Wir haben fast keine Pfeile mehr. Und geht wieder was. Oh, da geht's noch tiefer rein, aber bevor wir da explodieren. Oder erst. Ach, wir machen doch, geh mal gegen. Wer weiß, vielleicht ist, kann ja sein, dass das auch nur ein kürzerer Weg ist. Also wirklich nur so einmal 5 Meter rein. Ja, oh siehst du. Den musst du fotografieren. Nein! Ach man. Das ist halt nervig, warum? Beziehungsweise warum kann man jetzt sagen, alle löschen? So, du hast Sachen fallen lassen. Heilung. Du kannst den nicht einfach hauen, glaube ich. Bei dem brauchst du irgendwas Elementares oder Pfeile, glaube ich. Wenn einer gestorben ist. Mistvieh. Elektroflederbeißerauge. Das elektrisch knisternde Auge eines Elektroflederbeißers ist nicht nur für Medizin, sondern auch zur Herstellung eines selbst des suchenden Zielfeilsuch. Sehr selten erzeugt kein Strom, ist aber elektrisch geladen. Entsprechende Reize bewirken Elektroschocks, die nichts und niemanden in der Umgebung verschonen. So, zum einen haben wir das Schild verloren, zum anderen liegt da noch eine zweite Waffe da unten. So, dürfen wir jetzt mal hier bitte. Oh, da ist ein Bombending. Oh, schön. Einsammeln. Aber die Frage ist, warum ist das jetzt nicht auf der Karte markiert? Was? Ach, der Höhleneingang ist direkt auf dem X, ach deswegen. Eigentlich, ja. Naja, sieht man auch, wenn man genau hinguckt. Gierig. Ging's da oben noch lang? Da könntest du irgendwie klettern, oder? Nee. Dreh dich mal. Guck dich mal um. Ja, von da kommen wir. Da kommen wir. Achso, okay, dann war das nur das. Wir brauchen eine Schnittwaffe. Das war mal eine Schnittwaffe. Würde mich auch interessieren, ob das geht. Mit dem Stein vorne drin. Wahrscheinlich auch nicht. Die stehen nicht auf. Oder doch, oder? Ich werde auch schon, wenn ich unten bin. Na, es geht glaube um die Uhrzeit. Oder glaubst du, die sind hier immer wach? Das ist eine Höhle, das ist denen noch egal. Stimmt, es geht nicht um Uhrzeit. So, da waren noch ein paar Früchte. Haben wir schon. Oh, da ist noch eine Bombe. Die sollte man mitnehmen. Schön an der Wand klettern. Das ist mir ein bisschen zu rar.
Der Frosch muss ja eigentlich auch wieder sein gleich. Na, muss nicht sein. Ich kann halt auch so, dass das halt einfach nur das andere ist. Okay, erst da hoch und dann darüber. Bist du sicher? Ja. Meinst du nicht, in jeder Höhle gibt es den einmal? Oh, da ist ein Schick. Nee. Würde schon sagen. Ja, wir gucken erst darüber, oder? Oh Gott. Ist das ein anderer? Mach mal Foto. Moment. Ah, zurück. Zeitumkehr, ja. Dann kriegt er es selber zurück in seinen Mund. Kann uns wieder essen. Wir sollten dann auch bald wieder ein bisschen kochen. Weil wir haben teilweise noch sehr starke Sachen. Ja, ich meine, wir haben 80 Äpfel. Nein, es sind wahrscheinlich nicht mehr so viele. Ja, nicht darum stehen, der haut dich gleich. Genau darauf wollte ich warten eigentlich. Jetzt hau drauf. Ist das ein anderer? Ist das auch ein Raubschleim oder zählt der jetzt anderer, weil der diese Felsen schmeißen kann? Ich glaube, das ist egal. Ja, hau mal mit was krasserem drin. Ja. Mit einer Kiste. Die Frage, willst du jetzt hier weiter gucken oder da unten? Weil hier ist es gleich noch ein Weg. Was ist das andere? Ein Reiseschild. Mehr Schild zum Kombinieren. Verbessert er denn überhaupt die? Da ist ja schon was dran. Ja, da ist auch nur eine Truhe. Ist er das schon? Nee. Alter, Soldatenschild. Dieser Schild war Standardausrüstung der Schlossware von Hyrule. Ja, jetzt macht den Haltbaren mit zwei weg. Das bringt ja nichts. Da das Innere aus Holz besteht, wiegt er nicht viel. Doch in der Nähe von Feuer sollte man auf Flut sein. Höchstens du machst jetzt die Synthese rückgängig. Dann hast du halt noch zusätzlich die erhöhte Haltbarkeit. Ja, ich glaube, dann ist der komplette Schutz weg. Ich habe keine Ahnung. Also bei Schilderfusionen, da blicke ich noch nicht durch. Hat ja auch nur zwei gehabt, hat irgendwie nicht viel gebracht, ja. Stimmt schon. Da sind noch Bomben. Ja. Beziehungsweise eine. Boah, da war Rodonit drin. Wie? Den Pilz habe ich aber schon ein Foto, ne? Ja, auf jeden Fall. Nur bei der Bombenblume an sich bin ich mir nicht sicher. Ernsthaft? Oh, das ist ein Goldner. Foto. Goldner. Oh, Elektro. Oh nein, pass auf. Vor allem, weil da Wasser ist. Gut, kann man das kann ich nicht. Nee, mit Sicherheit nicht. Ja, erstmal, ich habe selber Elektro. Was ist denn gegen Elektro gut? Wir haben Eis, wir haben Feuer. Oder hinter geht's weiter bei dem. Na, müsste man halt machen, wenn der offen ist. Oh, jetzt. Krasse Waffe raus und let's go. Was hast du getan? Meine Waffe weggesteckt. Da stand doch gerade plus eins. Ja. Ja. Und jetzt gleich nochmal. Sehr gut. Nochmal Eis und dein Hammer. Nee, eben hattest du irgendwas anderes gemacht. Ja, eben habe ich so gemacht. War aber ein Versuch wert.
Kiste. Foto? Von dem Ding, von dem Knubbel? Also die Zitronenhammer. Ich glaube nicht, aber wir können gucken. Man muss sicher gehen. Ja. Dann ist das von dem anderen auch nötig, glaube ich. Das ist aber weggerollt, naja. Elektro-Raubschleimstein. Ein Stein aus einem Elektro-Raubschleim. Er bleibt auch außerhalb von dessen Körper elektrisch geladen, was ihn was bei Zugabe von Kleingetier zu einer guten Medizin zu daten macht. Du hast die Kiste nicht geöffnet. Doch, habe ich. Hey, was war drin? Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Da habe ich auch vergessen. Achso, ein Opal war drin. Gibt's hier noch was anderes? Foto da jetzt weiter. Nein, nicht wirklich. Aha, wieder so ein Ding. Zack. Da müssen wir gleich mal auf die Karte gucken, ob es abgehakt ist. Isolierrüstung. Ah, gut, das macht Sinn. Rüstung aus einem antiken Material namens Gummi. Das war Stromschlägen geschützt. Das Geheimnis der Herstellung dieses Materials ging im Laufe der Zeit verloren. Passt besser zu unserer Kapuze. Ja, und hier ist auch nicht kalt. Ist das jetzt... Ne, die Höhle ist noch nicht abgehakt. Hier muss also noch was sein. Ist dieses Vieh doch noch irgendwo? Sonst wüsste ich nicht, was hier noch sein sollte. Nur einfach leise sein. Also versuchen hinzuhören, weil das Vieh hört man ja eigentlich gut. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Dann gehen wir mal zurück. Vielleicht finden wir dann doch noch das Item von dem Schleim, von dem Raubschleim, das ist da runtergefallen. Genau, hier irgendwo runter war das. In die Tiefen. Da unten liegt's. Ja. Schau nochmal kurz, ob hier oben nicht doch noch was war. Aber ne. Den Stein nicht. Na, das war eine Pilze. Weiter zurück. Da ist ein Bombenblumen noch, sehr gut. Weiter oben. Okay, die sind auch an der Wand oben drin, da. Sie, die Einzelne. Ich glaube, als nächstes ist wieder Ausdauer dran, oder? Ich weiß es nicht, es hat beides am Anfang richtig wichtig. Ach, haben wir schon. Naja. Besser so als andersrum. Gib uns die Blume. Die erinnert mich an irgendwas. Ich glaube, an eine Schlehe erinnert mich die. Und mit Schlehen habe ich keine gute Erfahrung. Oh, jetzt kommt Blasmusik, ich hör's. Da war's! Zurück! Sauhund. Angriff! Und? Yes! Setz doch mal hier Deckensprung ein. Weil... Dann sind wir eh gleich in der Nähe vom Schrein und ich würde aber sagen, wir beenden hier den Part. War doch schön. Haben eins dieser drei Teile gefunden. Und in der nächsten Folge werden wir diesen Schrein machen und den Weg fortsetzen, wie wir das eigentlich gedacht haben, zum Stall. Und uns dann demnächst wieder in den Untergrund begeben. Aber den nächsten Part solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen und ein Like da lassen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.